Hello and welcome zum zweiten Teil des Crawler Events in Luxemburg. Dieses Mal ging es nach Little Utah. Dabei handelt es sich um einen Bikepark für Mountainbike-Touren und mit dabei ist auch ein kleiner natürlicher Skillpark mit Rampen und Sprüngen, zu dem wir und mit unseren Crawlern unterwegs waren. Ich habe mich für diese Tour mal für den Rock Hobbies Willis Jeep entschieden und habe den Trailfinder 2 im Auto gelassen. Und ich muss sagen, der Jeep passt wirklich wunderbar hier in die Landschaft. Dann schauen wir jetzt doch einfach mal an, was ich an dem Auto verändert habe. Technisch hat sich hier gar nichts geändert. Aber optisch habe ich dann doch einiges geändert, wie ihr sehen könnt. Normalerweise wird das Auto grün ausgeliefert. Ich habe es komplett auseinandergebaut und hier in einer Desert-Tarn-Optik umlackiert. Mit einem braunen Grundton und dann mit Airbrush die Akzente gesetzt. Die Sandsäcke sind wirklich mit Sand gefüllt und geben dem Auto durchaus ein anständiges Gewicht. Und der Typ, der hinten dran am Steuer sitzt, ist ein Sniper, den man bei AliExpress auch kaufen kann. Ansonsten, die Kanister hinten sind entsprechend mit einem 3D-Drucker gemacht und auch umlackiert. Zusätzlich liegen im Auto noch allerlei Zeugs rum, was bei dem Typen mit dabei war, wie Zigarettenschachteln, Kartenmaterial und so weiter. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Mit dabei waren wieder gute 20 bis 30 Autos, alle unterschiedlich ausgelegt, vom im Grunde ausgelegten Performer bis hin zum Scaler, war alles vertreten. Hier sehen wir einen schön gemachten Toyota FJ40 von FMS. Und da sieht man halt auch mal, dass ein Scaler irgendwann auch an seine Grenzen kommt. Und noch ein steiler Abstieg. Mal schauen, ob er es packt. Das sieht im Video gar nicht so steil aus, aber in echt war das schon ein gutes Gefälle. Und da hat es dann auch geklappt. Sven war natürlich wieder mit seinem selbstgebauten Unimog auf TRX6 Basis unterwegs. Einfach eine Augenweide, das Auto fahren zu sehen, finde ich. Aber schaut selbst. Einfach toll anzuschauen, wie hier die Federung arbeitet. Einfach toll. Ja, da sieht man auch mal, dass so ein Hänger seinen eigenen Kopf hat und nicht immer das macht, was man will. Mal ganz ehrlich, ich käme mit so einem Anhänger hinten am Auto überhaupt nicht klar. Ich kapiere da die Physik einfach nicht. Aber vielleicht fehlt mir da einfach nur die Übung. Was meint ihr? Soll ich auch mal einen Hänger bauen? Na, dann wollen wir mal mit dem Willis hinterherfahren und schauen, wie der sich in der Stelle macht. Auch hier wieder schön zu sehen, wie das Fahrwerk arbeitet und die Federn richtig schön ein- und ausfedern und eine richtig schöne Verschränkung hinbekommen. Wettertechnisch war der zweite Tag nicht so toll wie der erste, wobei der erste, wir haben davon gar nichts großartig mitbekommen. Wir waren ja da im Bergwerk drin, auch wenn es da mal geregnet hat, das hast du einfach nicht mitbekommen. Und hier war es jetzt halt bewölkt, es war relativ kühl und für später war auch noch Regen angesagt, was mir mit dem Auto eigentlich gar nicht gefällt, weil da halt auch viel Papier drin rumfliegt, was auch feucht werden kann. Und das ist dann natürlich etwas, was ich dann gar nicht will.
hier wieder eine schöne Stelle, wo du mit dem Auto an eine Klippe ranfahren konntest und dort dann richtig tolle Bilder machen konntest, so richtig schön scalig. Und dann simulieren wir doch einfach mal einen kleinen Drohnenshot mit der 360-Grad-Kamera. Und hier kommen wir jetzt so langsam an den kleinen Biker-Skillpark mit den Rampen und Sprüngen. Fangen wir doch einfach mal mit einem kleinen moderaten Anstieg an, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Bei der Abfahrt verzerrt die Kamera etwas, das war schon steiler als man eigentlich annimmt. Und gerade wenn du so einen Scaler aufgebaut hast und da richtig viel Liebe reingesteckt hast, dann bist du wirklich ultra vorsichtig und da geht dir teilweise echt die Pumpe. Neuer Anstieg, neues Glück, auch hier haben die schmalen Reifen keine Probleme, das Auto hochzuhieven. Das ist echt schon erstaunlich, was die Reifen performen können, dafür, dass sie so schmal sind und eigentlich auch gar kein Profil haben. Und noch ein netter kleiner Hügel, einfach alles ohne Probleme. Wenn man hier so sieht, das Ganze war ein relativ großes Areal und die Leute haben sich gut verteilen können. Keiner ist dem anderen irgendwie in den Weg rumgefahren oder sonst irgendetwas. Man hatte wirklich genug Platz. Und hier sehen wir jetzt den neuen NT4 Emo von CrossRC. In der Form von einem Unimog, natürlich nicht mit der Originallizenz, aber die Form spricht da wirklich für sich, oder? Und ich muss sagen, die Kiste gefällt mir richtig gut. Die hat so richtig schön Potenzial. Da hinten drauf, auf die Bridge noch einen schönen Camperaufbau. Ich glaube, da könnte ich mich mit anfreunden. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Es hat mega Spaß gemacht, tolle 2 Tage, wir haben richtig schön viel erlebt und die Autos auch richtig schön ausfahren können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.